So, hallo. Was habe ich falsch gemacht? Der Aufzug funktioniert nicht. Okay, dann muss ich vielleicht noch irgendwas aktivieren oder so. Ich meine, die Gerätschaft habe ich auf jeden Fall eingesetzt. Oder muss ich da hinten vielleicht im letzten Raum irgendwas aktivieren oder so? Er ist überlieber, aber ich bin trotzdem recht nervös. Strom wäre nett. Maschallah einfach, Felix. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier noch irgendwas tun kann. Hätte ich noch irgendwas drücken müssen oder so. Anscheinend ist der Hochspannungsraum mit Treibstoff versorgt worden. Ja, okay. Ich gehe einfach mal da in den Raum. Meine Beschreibung kann man echt falsch verstehen. Geht um meine Masterarbeit, Leutchen. Richtig. Achso, ich übrigens, ne? Meine Bachelorarbeit wird wohl doch noch einen Monat weiter nach hinten verschoben, auf jeden Fall. Weil ich habe die Anmeldung verkackt. Hehe. Aber jetzt ist auch meine zweite Dozentin mitunter auch dran schuld. Also ich bin nicht ganz unschuldig. Schuldig. Aber auch nicht ganz unschuldig. Ach, Leon. Ach, CQ. Ja, was weiß ich denn? Ich guck mich halt raus. Da hast du halt keine Stromzufuhr. Starten. Ja, wie? Ach, CQ. Hab alles richtig gemacht. Hier, zack. Achso, es bezog sich auf meine Bachelorarbeit. Ja, ist ja nicht schlimm. Tatsächlich. Ich kann ja trotzdem meinen Master-Studiengang, dann dürfte ich schon anfangen können nächstes Semester. Ich muss noch mal gucken. Ja, wie war nochmal Informationen. Informationsrecherche, ja. Beschreiben, was ich da betreiben müsste, eigentlich genau machen muss. Kannst du dir verzeihen? Ja. Lustig, wie ich das meine Mutter erzähle. Ja, das ändert überhaupt nichts. Du musst mir nicht mehr Geld geben. Das ist alles mein Ding. Ich krieg das hin. Genauso hält sich meine Mutter auch an. Boah, ist voll fies gerade. So, geht das jetzt? Jesus Christus Maria, Krebs am Hoden. Geht doch. Der Aufzug funktioniert. Hey, Barry. Hey. Zu viele Lisas. Ob ich jetzt irgendwie das Verlobten habe. Die Antwort lautet wohl nein. Junggesellenabschied. Gehst du auf einen Titty Twister oder wie sieht das aus? Wäre Barry gestorben, wäre er jetzt nicht hier. Mensch! Klingt abstrakt. Warum geben die mir jetzt die Gewehrmuni? So scheiße. Hallo. Ich finde es nett, dass Barry mir jetzt folgt. Die alte Beere. Oh oh. Ich habe ein bisschen Angst, aber komm, gucken wir mal, was passiert. Mein letzter Speicherpunkt ist auch gar nicht lange her. Barry, geht's dir gut? Barry hat. Oh Gott, ich glaube, Barry hat einen epileptischen Anfall. Barry, geht's dir gut? Ach, okay, er ist beruhigt. Habe Angst, dass ich jetzt hier reinkomme. Ich muss mich meiner Angst stellen. Aber vielleicht ist es auch nur eine Dummheit, die ich jetzt tätige. Denn Angst bewahrt vor Dummheiten eigentlich. Hallo Albert. Wesker. Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Danke, böser Mann, Wesker, dass du mir seine Sachen verrätst. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry?
You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Guter Sound. Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Uh-oh. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Damn it! Jill and Barry together in hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! You viral cultured freak. Du Reagenz-Virus-Monster. Das ist nicht gut. Ich fühle mich nicht wohl. Voll in die Eier. Yo, Bro. Schau mal deine Eiche. Ja, ich werde gleich fett verrecken auf jeden Fall. Gewaltige Menschen. Das ist, by the way, so nicht Kanon. Kanon ist der Crystal Love in dem guten Ende. Also Kanon ist das, was ich aufgeschnippelt von ihm. Besser raus für heute. Jetzt noch ein bisschen bis der in der Antenne. Oh Gott. Tschüss, Tobi. Guck, hier wurde nur umgehauen. Mit Barrys Waffe wäre der, by the way, wanted. Tja. Ich wünschte wirklich ein bisschen, ich hätte den Chris Run gemacht. Dann hätte ich nämlich den Chris Run auf leicht gehabt. Schön easy. Aua. Oh. Und man hätte mal was anderes gesehen. Als Let's Play. Naja, was auch immer. Ey, yo, bist du immer noch nicht fertig mit dem Spiel? Ja, chill deine Balls. Call me your tits, meine ich natürlich. Ich habe genau die Tastatur da gerade gesehen, aber ich will mich kurz nochmal umgucken hier. Ob hier irgendwo noch was lauert. Ein unglaublich hässliches Wesen. Ein Gerät zur Erfassung der Daten aus Experimenten. Achso. Dachte, das wäre jetzt wichtig oder so? So ein elender Tod. Er hält das fest. Oh. Beobachtungsnotiz. Beobachtung zum Wesen. Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des Progenitor-Virus. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Testobjekt verabreicht. Objekt. Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigung zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testobjekts. Dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht ist evolvierte ein angemesseneres Wort.
Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung des G, das die Leistung von T weit übergreift. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann es gar nicht abwarten, Alexia mit der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Birkin. Den kenne ich. Gleich ein Boss. Und wir kriegen Aros-Achievement für alle Items demnächst. Na. 01. Wir Kommunismus. Ja, wir. Mathe ist auch Kommunismus. Immer wir. Alexia Ashford. Aus Köth, Veronica. Ja, was auch immer. Ist er jetzt auch tot hier? Barry. Nee. Barry. Barry. You're okay. Jill. Sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Der Raum ist grün. Wie der komische Pilz an meinem Hintern. Anscheinend erfolgt das Notfall automatisch. Das ist doof auf jeden Fall. Tja, Spiel vorbei. Geil! Ein Spiel durchgespielt. Wäre voll lustig, wenn irgendein Spiel einfach so... Ah, guck mal. Wenn ein Spiel einfach mal so random enden würde, so, keine Ahnung. Kommt es einfach, es geht einfach nicht weiter. Nur so, ja. Ende. Ja, in der Regel ist das ein Bug dann, aber... So lustig wäre das gar nicht mal, wenn ich drüber nachdenke. Würde mich ziemlich abfangen. Und sagen, Hurensohn spielen. Tipp, Christian retten. Das kann man vergessen, ha? Wesker must have set it off. Let's hurry. Muss ich einfach nur zu Christian rennen oder muss ich da noch irgendwas vorbereiten? Wobei Schlösser geöffnet, ne? Wahrscheinlich ist jetzt alles gut. Wollte mal kurz Liebe da lassen, weil es kann. Nice! Ich spüre sie schon. Sie kribbelt. Okay, Hilfe. So, warte mal. Wo ist Christian gefangen? Wo ist Christian? Wo bin ich überhaupt? Ich hoffe, die Zeit geht nicht weiter, während ich im Menü bin. Wobei... Das ist wieder die geile Stimme. Wobei, ich habe noch keinen Countdown, also... Vielleicht... Oh mein Gott. Ich habe die ganze Zeit gesehen, dass diese scheiß Schächte da animiert waren. Das war kein vorgerenderter Hintergrund. Ich habe das erkannt. Und dachte mir, kann ich da was machen? Mache ich die Brücke in deine Bauchnabel? Ja, Mann. It's been activated. Kein Countdown, also entspannt. Ich weiß nicht, es ist trotzdem so ein bisschen Pressure gerade. Pushing down, der auf mich down pusht. Das Schloss ist geöffnet. Hey! Sorry, dass du warten musstest. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Los, Christian! Geil. Sollte ich bei der nächsten Speichermöglichkeit nochmal speichern? Ich bin für ein Jahr. Oh Gott, Christian hat auch einen epileptischen Anfall. Ich hab's gesehen. Der Raum ist rot. Geh nochmal zurück in die Zelle. Ja, ich habe es gerade selbst gemerkt. Self-destruct system
Oh cool, das ist aus der Kameraperspektive quasi. Das ist cool. Noch mehr hier? Nö. Coolio! Chris hatte eine Toilette, immerhin. Chris hat Muni gekackt. Ups, imagine einfach, du bist in einer Zelle, wo da aber Schrotmuni rumliegt. Ich meine, damit kann man schon was anfangen irgendwie wahrscheinlich. Bei sind beide Items aufgehoben. Geil, Alter. Der Hype ist real. Renn doch nicht vor, du. Kackwurst. Sollte ich da speichern gehen? Ich glaube, ich gehe da speichern, oder? Was meinst du? Wenn ich jetzt sterbe, muss ich übrigens echt viel neu spielen, ne? Da habe ich keinen Bock drauf. So, aber war nur kurz für Liebe da. Bin actually komplett go. Wie erfolgt. Danke! Werde ich haben. Ich werde das Spiel nämlich gleich durchspielen. Juhu! Nicht sterben. Wie sieht's zum nächsten Mal? Ich weiß zwar nicht genau, wo Chris gerade hingerannt ist, aber ist ja eigentlich auch egal. Es ist mir egal, was der Junge treibt. Ich will hier nur raus. The question is, what kind of weapons I use now for the final boss, wobei ich ja dann wahrscheinlich wieder den Raketenwerfer gleich in die Nase gekackt kriege. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal so machen. Den Rest dann nächste Woche. Ja. Wobei ich glaube, nehme ich die Schrotze mal wieder mit? Ich glaube, die lasse ich jetzt weg, es sind nur noch 3 Schuss. So, den auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn bisher alle Bosse easy peasy lemon squeezy so ungefähr. Ich nehme trotzdem mal 2 heile Dinger mit. Wenn jetzt überhaupt schon, ich meine, wahrscheinlich ist Boss noch nicht mein Thema gerade, aber naja. Viele Granaten, ja. Ja, komm, dann weg mit dem Scheiß. Ach, guck mal, hier habe ich noch mehr Gewehrmunition. Pack dir ein paar geile Weapons ein hier. Was jetzt gut ist gegen den Boss, weiß ich nicht. Das sieht doch nach einem guten, Würdest du bitte damit interagieren? Danke. Izzy ist hier. Sie ist nicht mehr hier. Unter 30 mal speichern. Kriege ich dafür ein Achievement? Wahrscheinlich nicht. Eines dieser 3 Granatenpacks kannst du wohl ins Gewehr laden. Ja, die normalen Granaten. Die normalen Granaten. Ich habe immer noch Farbbänder gerade gesehen. Bin ich dumm? Also ja, aber komplett paranoid. Ach, guck mal, hier unten geht's noch weiter. Ja, wie viele Farbbänder ich hab. Lol. Ach, ich kann sogar komplett reinladen. Ja, das ist natürlich nett. Komm, nehmen wir dann mit einfach bei jedem Geschoss eine Ladung. Ist doch cool. Unter einmal speichern gibt es entschieden. Kannst du stacken. Könnte ich wahrscheinlich auch die 6er Packs stacken, ne? Aber egal. Falscher Weg. Oh. Stimmt, die Leiter hat ja oben auch noch Wege, die ich eigentlich gar nie erkundet habe, ne? Die ich gar nie erkundet habe. Es bin activated. Come on, hurry! Come on, come on, bitch. Gleich die letzten Items. Vielleicht verpasse ich sie so. Warum sind da immer so viele?
Ach, come on, Spiel. Das ist doch scheiße. Ja, ein Heilspiel werde ich jetzt benutzen, auf jeden Fall. Und... ich hoffe, das ist das Letzte. Okay, der Raum ist immer noch rot. Wie ich da reinladen kann, unfassbar. Das ist ja Last Escape. So ist Teil 3 irgendwo in irgendeinem Land. Ich bin gerade sauer. Was passiert? Perfekt, den freien Platz brauchen wir. Ein Item schwirrt hier noch rum. Moin Jungs. Da gehe ich zurück. Sicherungskasten mitnehmen. Tja, kein Achievement leider. Weg ist? Nee. Bin gerade von den Jungs erschrocken. Alles gut. Ich hoffe, das Achievement kommt noch. Ja, was anderes bleiben wir gar nicht übrig. Das hält keinen Strom. Sicherung fehlt. Der verkackt. Mist! Oh oh. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? Alright. We'll rendezvous at the heliport. Achso, wahrscheinlich kommt das Achievement, wenn ich dann den Granatenwerfer am Ende habe, ne? Oh, 3 Minuten. Auf dem Heliport. Ein prächtiges Haus. War es das? Signalraketen mitnehmen, jo. War's das? Ich habe keine Ahnung. Klingt halt irgendwie nicht so, aber vielleicht auch doch. Ich sollte nicht so lange rumgammeln hier. Muss ich ihn jetzt tun? Achso, ich muss vielleicht die Signallichter einfach benutzen, ne? Autsch. Lass meinen Freund Barry in Ruhe. Oh Gott. Ging das daneben gerade? Bin enttäuscht. Ich hab so motherfucking... Oops.
Happens to the best. Scheiße. Gut, dann weiß ich, wie sie Bescheid, dass ich jetzt vielleicht, wobei ich nehme mal lieber ein paar mehr Highspirits mit, weil ich dumm bin und mich die ganze Zeit treffen lasse. Es bin activated. Ein Achievement habe ich ja schon. Nochmal Granaten. Habe ich nochmal normale Granaten irgendwo rumfliegen? Boah, das ist so viel, Alter. Ich könnte halt echt so machen und so und den kombinieren und dann bin ich einfach richtig fett dabei. So, wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Wobei, das passt ja itemstechnisch gut eben, also von daher alles gut. schon wieder falscher Weg. Ich muss doch hier wieder durch. Mann, vergesse es immer. Das ist so ein Reflex eigentlich, den Speicherraum durch die Tür zu verlassen. Schade, dass du nicht mehr so viel Magnum hast. Tja, ja. So ist das manchmal. Das wahre G-Sandwich. Nicht gesandwicht, obwohl ich es jetzt nicht. Meine Fresse. Was ist jetzt fein? Die blöden Gewehrmunition, ne? Pack mich ab. Aber geschnitten. Geschnitten wurde ich wohl wirklich. Dreimal heilen sollte passen. Ich bin auch so ein bisschen lame jetzt hier einfach noch. Ups, drüber gelaufen. Die Batterie, die ich jetzt 2 Meter weiter einsetzen muss. Schon ein bisschen lame, aber gut. Jetzt, Alter! Grab das Ding! Heilige. Leon aufschneiden. Was hat man dir getan? Ich will die ganze Zeit... Oh, man skippt halt mit Start, beziehungsweise mit dem geilen Xbox-Button mit den 3 Strichen. Und ich will die ganze Zeit da drücken, wo bei der PS4 oder 5 der Startbutton ist, aber der ist ja nicht. Der ist eher so in der Mitte. Das Spiel muss halt sicher gehen, dass du deinen Inventarplatz frei hast. Wenn ganz dumm ist, kann man auch, geht man dann auch zurück und füllt auch seinen letzten Platz noch. Options. Ja. Besser als 3-Striche-Taste. Wie nennt man die denn? Furchtbar. So. Action! Barry, könntest du bitte nicht sterben? Wäre das okay? Heute mal nicht. Alter. Weiß der Barry hat da so ein Fable für? Hör dich bitte. Barry! Hilf mir. Okay, ich bin auch gesund. Phew. Genau wie im Original. Hab's durchgespielt. Juhu!
Lame. Ich hätte echt mal im normalen Fähigkeitsjahr spielen sollen. Rip Rebecca. Stimmt, die haben wir hier wieder gar nicht gesehen, ne? Aber die kommt dann im Christian ran. Resident Zwiebel. Gamepad. Oh Gott, ist das verpixelt. Okay. War dem Spiel eigentlich Shinji Mikami noch beteiligt? Ich weiß es gar nicht. Aber theoretisch. Resident Evil verlassen hat er erst nach Teil 4, glaube ich, ne? Ja, jetzt muss ich ein Fazit geben, ne? Letzter Stream heute, ja. Gutes Spiel, macht Spaß. Ich mag die alten Resident Evil Spiele dafür, dass es im Grunde genommen Metroidvanias sind. Es sind Metroidvanias, sind wir mal ganz ehrlich, ja? Oh, Spoiler, das Rebecca. Herausfinden, wo man jetzt weiterkommt, Items finden, die einen dann woanders weiterführen und so weiter und so fort. Das ist schön. Wir sehen Szenen von Chris, Mist. Oh nein. Watergate. What? macht Spaß. Ich konnte jetzt den direkten Vergleich zum Originalspiel nicht tätigen, weil das ist einfach zu lange her. Aber egal. Trotzdem gutes Spiel. Macht Bock. Mag ich. Mehr kann ich nicht sagen. Wie Jill in der einen Szene ihr Resident 3 Outfit trug. Chris macht die Hintergrundgeräusche weg. Schon vorbei? Ja. Nee, doch nicht. Aber doch, oder? Mein Gott, das Ende ging jetzt super schnell, ey. Ah ja, doch, Shinji Mikami. Guck mal, da ist er. Da ist die Sau. Capcom. Jill, you did a fine job. Oh, nochmal zwei Achievements. Ergebnis, Spielzeit 10 Stunden 23, oh ja, aber das ist viel zu lang. Lichtreaktion 84, abgefeuerte Schüsse 315, Verbrauchsfarbe 28, Moment der Heilberg 38. Kein Ranking? Das ist ein neues Kostüm, Sie haben einen Kleiderschrankschlüssel erhalten, ein neues Kostüm wurde freigeschaltet, Sie können sich im Ankleideraum umziehen. Die Sache ist nur die, dass ich jetzt wahrscheinlich nochmal neu spielen müsste, bis man dahin kann, richtig? Wobei das ja relativ am Anfang ist. Jetzt hätte ich es ja nochmal gezeigt, aber... Durchgespielt Daten. Bestes Resi? Keine Ahnung. Nee. Noch einmal. Punkt, Punkt, Punkt. Ist ja geil. Knapp über 3 Stunden. Ja, okay. Was passiert denn, wenn ich jetzt. Nee, wenn ich jetzt hier darauf gehe, dann startet der neue Spiel, ne? Am I right? Ja. Ich kann nur noch einmal drücken. Dieses Durchspieldaten musst du dann auch laden, wenn du mit Chris spielen willst. Ah ja. Damit ich dann hier das noch einmal machen kann, ne? Kann ich mit Chris den Schlüssel auch benutzen? Für die Umkleide? Damit da dieser Spielstand genutzt wird, ja. Wäre ganz cool, weil es gibt bestimmt ein Achievement, wenn man sich umzieht. Dann kann ich das nämlich in dem Run dann machen. Ja, genau. Muss ich das nämlich jetzt nicht machen. Ja gut, das war's dann jetzt irgendwie. Ich glaube sogar jetzt nur 7 Folgen, oder? Denke nicht, der dürfte noch kein Kostüm haben. Damn, son. Na, mal gucken. Ist ja im Zweifel auch scheißegal. Ja, dann machen wir jetzt nochmal, komm. Dann gucken wir uns jetzt nochmal die Achievements an, die ich geschafft habe. Hey, guck mal, fast die Hälfte. Das heißt, mit Chris hole ich dann die andere Hälfte. Naja. Was haben wir denn alles so geschafft?
Ziehe das Spiel auf den einfachen Schwierigkeitsgrad oder höher ab. Ziehe das Spiel auf... Hä? Auf... Achso, auch sehr einfach und einfach. Genau, das ist halt... Tja, keine Ahnung. Hättest du mir das halt am Anfang nicht gesagt, hätte ich halt auch diesen Schwierigkeitsgrad ausgewählt, weil ich dachte, das ist normal. Kurze OBS-Frage. 2.83 Uhr. Ja, so viel habe ich gerade auf Steam, ha? Moment, wo kann man das sehen? Kann man hier doch gar nicht sehen, oder? Ach, keine Ahnung. Ah, doch, hier, 283. Besiegen Sie mit Jill den Crimson Head Prototyp 1. Erhalten Sie mit Jill den Helmschlüssel. Besiegen Sie Yorn mit Jill. Dringen Sie mit Jill in das Labor ein. Legen Sie das Spiel mit Jill ab. Sterben Sie zum ersten Mal. Das hat relativ lange gedauert. Besiegen Sie zum ersten Mal einen Zombie. Setzen Sie zum ersten Mal einen Zombie in Brand. Besiegen Sie zum ersten Mal einen Hunter. Retten Sie Jill mit Barry. Retten Sie Jill mit Barry. Achso. Retten Sie Richard mit einem Serum. Retten Sie Barry vor Lisa Trevor. Befreien Sie mit Jill den eingeschlossenen Chris. Schließen Sie mit Jill das Spiel so ab, dass Chris und Barry überleben. Ha, sehr schön. Besiegen Sie einen Crimson Head. Entgehen Sie Yawns erstem Angriff. Besiegen Sie Neptune. Besiegen Sie Black Tiger und besuchen Sie alle Orte auf der Karte. Da steht zwar jetzt nur Orte, aber ist okay. Ja, ich glaube, es sind so ziemlich die easiest Achievements einfach. Gucken, was ist denn so das... Meist, was ich hier nicht habe. Hinterlassenschaft. Keine Ahnung. Kommt dann vielleicht mit Chris alles hier, ne? Extremgärtner, Leserate. Ja, sind wahrscheinlich alles Chris-Achievements. Jetzt die zwei Zombies gleichzeitig mit dem Feuerzeug in Brand. Können wir mal versuchen im nächsten Run. Stehen so viel mit Chris ab. Ja, wir retten so. Keine Ahnung, irgendwie Rebecca mal retten oder so. Dieses Spiel auf normalem Schwierigkeitsgrad oder höher ab. Also normal werden wir mindestens spielen mit Chris. Mal gucken, ob ich dann noch schwer mache. Ende des Albtraums. Wahrscheinlich mit beiden einmal durchspielen. Nee, hier. Okay, was das ist, weiß ich nicht. Und ich muss die Comrades retten oder so? Ach, keine Ahnung. Innerhalb von 5 Stunden ab. Schließen Sie das Spiel innerhalb von 3 Stunden ab. Zukunft ohne Angst. Das ist wahrscheinlich auch schwer. Einzige Überlebende. Okay, einfach alle einmal sterben lassen. Besuchen Sie alle Orte auf der Karte. Voll selten. Schließen Sie das Spiel ab, ohne zu speichern. Bäh. Letzter macht das Licht aus. Okay, mit... Ja. Mit Chris eins einziger überleben. Erhalten Sie alle Waffen. Laden Sie auch alle Munitionstypen in den Granatwerfer. Vielleicht dann mit Chris, aber ich weiß halt nicht, inwiefern dann vielleicht irgendwelche New Game Plus Waffen oder so gibt. Erhalten Sie alle Kostüme. Überlebenskünstler wahrscheinlich nochmal ein härterer Schwierigkeitsgrad. Dieses Spiel nur mit Messer ab. Geisterjäger. Achso, das ist wahrscheinlich unsichtbare Gegner, ne? Kein Zombie-Kopf stampfen. Oha, das heißt, wenn da einen anfällt, muss man sich echt snacken lassen. Sehr voll ätzend. Naja, aber hey, Hälfte der Achievements ist doch okay. Ist das ein anderes Fenster oder auch in deinem Gameplay-Fenster? Das ist auch das Gameplay-Fenster. Dadurch, dass ich Steam, hier diese Option, die ich dir schon erklärt habe, hier mit ne, Steam-Overlay aufnehmen, kommt dann auch das. Deswegen darf ich auch das aufnehmen. Wenn es nicht, wenn man das nicht aktiviert hat, dann kommt das Bild auch nicht. Das habe ich auch schon mal getestet. ich habe gerade 1.23 drauf. Zombie, guter YouTuber. Hier hast du mir ordentlich gelogen. Ich glaube, du musst da alle retten mit Chris. Hm. Ah ja, stimmt. Das gibt's natürlich auch noch. Stimmt, ne? Chris macht den Geräusche weg. Den gleichen Witz zweimal bringen, macht ihn definitiv lustiger. Und ich verstehe ihn nicht. Genau, dann gibt es so eine Tastaturformel, ne? Shift und Tab ist es standardmäßig. Kann man aber auch umstellen. Aber ich habe es immer so gelassen. Bei manchen Spielen nervig, wenn man dann irgendwie da auf Tab irgendwas hat und so was passiert, aber. Ja, cool. Guti. Dann geht die letzte Folge jetzt auch 39 Minuten, da kann man auch gut mit beenden, oder? Joa. Nicht Leute, die man kennt, ne. Guti, Schwitze. Zum Glück ein schwarzes T-Shirt an, man sieht es nicht. Baphomets Fly. Baphomets Fly, habe ich gerade gesagt. Fluch 2 ist im blöden Format, aber spielbar. Ja, passt. Tschüss, YouTube. Ja, dann sage ich jetzt Tschüss. War geil. Ich gehe in der Stunde wieder ins Bett. Ich hasse mein Leben. Aber ist ganz gut, weil dadurch, dass ich jetzt vorhin so lange in der Stadt war, habe ich auch ein bisschen Zeit verloren. Ich muss so ein paar Dinge tun. Aber ist cool. Heute schon durchgespielt. Das ist sehr geil. Ich muss mal gucken, ob ich dann nächste Woche, Ich hätte eigentlich Lust, Rain mal zu spielen. Das ist, wie gesagt, ein recht kurzes Spiel. Das kann ich easy in einem Stream durchspielen. Mal gucken. Vielleicht mache ich das.
Da habe ich mich schon seit längerem auch in der, ne, zukünftigen Stream-Planungsliste. Muss ich mir mal überlegen. Habe ich auf Discord was geschrieben. Hotter Stuff, uiuiui. Das gucken wir gleich an. Und, genau. Ich beende jetzt die YouTube-Aufnahme. Das war das Play zu Resident Zwiebel. Wie gesagt, der Chris Run kommt dann demnächst auch nochmal. Dann im Sonntagsslot wahrscheinlich nach Mass Effect 3. Jo. Und das nächste Resident Evil-Projekt wird dann wahrscheinlich Resident Evil 8 DLC. Ist alles ein bisschen durcheinander hier, aber sehr egal. Wann kommt der eigentlich? Der kommt irgendwie im Oktober oder so, glaube ich, ne? Naja, gut. Ich höre es auf. Tschüss!